Jo, da bin ich wieder. So, nach diesem Intro habe ich ein Tier im Nacken und krabbelt hier. Oh. Oh Mann. Jo, da ja meine GoPro noch ein bisschen Probleme macht, warum auch immer, wollte ich einmal euch das Geräusch zeigen, was ich habe beim Anfahren, wenn er warm ist und China-Nachbaukupplung verbaut ist. Ja, das Problem habe ich, wenn ich anfahren will, beschleunigen will. Ich mache mal den Motor an. Der ist übelst warm gefahren. Ich habe da so ein komisches Knacken, wenn ich anfahren will. Moment. Da war es gerade. Habt ihr das gehört? Da, wenn ich anfahren will. Ein komisches Knacken irgendwie, wenn ich anfahren will. Da war es wieder. Moment. Komm mal hier rum. Das ist echt komisch und das Problem wollen wir jetzt beheben. So, ich habe hier die Originalkupplung. Da, kann man das sehen? Kann man das sehen hier wegen dem Zeichen? Wo ist es denn? Da. Ich blende euch das nochmal ein, ganz in Ruhe. Na, also da. Originale Federn. Und dann habe ich hier noch die originale Kupplungsglocke, da wo die 118 drauf steht. Und dann noch hier die originale Gegendruckfeder. Ja, die machen wir jetzt erstmal schön sauber. Und dann bauen wir die wieder ein. Es geht auch nichts übers Original. Ja, und das ist echt tausendmal besser als so ein Nachbau mit viel weniger Leistung. Ja, das ist nicht gut. Habe ich ja selber gemerkt. Ja, fängt das Knacken wieder an, wenn ich anfahren will. Habt ihr ja selber gehört im Video. Und ja, ne. Genau. Dann wollen wir jetzt einmal mal die Teile reinigen. Und die Originalkupplung wieder einbauen. So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich hier doch diese Kupplung, wo das Lager richtig gut läuft, oder besser gesagt, wo das leise Lager da innen drin. Da, jetzt könntest du mal besser erkennen. Ja, da wollte ich jetzt hier auf den Wandler die Originalkupplung schrauben. Und das Ganze ja, habe ich hier mit dem Werkzeug
so eingespannt, damit man es nicht wegfliegt. So. Das Ganze kommt dann hier so zwischen, wird festgehalten und dann mit einer 38 mm Nuss wird das gelöst. So. Das war's schon und jetzt kann man ganz easy das lösen, ohne dass einem das ins Gesicht springt oder was auch immer. Die Mutter gut aufheben. So, und jetzt hier, da ist Spannung drauf. Und jetzt einfach da mit einem 14 mm Dingens das vorsichtig lösen. So, wenn ihr das Ganze gelöst habt, sollte das so aussehen. Kann man das hier abmachen, ganz normal. Das hier auch, die Gegendruckfeder. Und hier kann man schon erkennen, da das hier die Originalfeder ist und das hier Nachbau. Ja, und von daher kommt diese hier wieder da rein in die Kupplung. Da. So. Und dann wird das Ganze wieder montiert. So, jetzt haben wir auch hier die Originalkupplung wieder verbaut, weil die einfach besser ist. Ne? Allerdings hier auf so einem Nachbauwandler, weil der alte Wandler, der ist ja da und da ist ja das Gewinde von kaputt, wie man hier sieht. Und da habe ich schon nachgeschaut nach einem Gewinde-Schneideisen in der Größe. Das gibt es, aber wird sich, glaube ich, nicht lohnen oder so. Ich weiß es nicht. Ne? Keine Ahnung. Naja, ich hebe das erstmal noch auf. Und dann, ja. Genau, aber jetzt erstmal hier die originale Kupplung verbauen. Dann können wir jetzt hier ganz einfach da die Kupplungsmutter ganz normal hier drauf drehen, ganz normal. So. So. Ja, ruhig noch ein drittes Mal oder viertes Mal. So. Das war's. So, und jetzt ist das Ganze auch fest. Und jetzt kann man hier mit einem 14 mm Maulschlüssel das hier lösen. So. Fertig und jetzt kann es auch wieder eingebaut werden. So, jetzt habe ich auch, also jetzt ist wirklich fast alles original, bis auf wie gesagt den Wandler. Jetzt habe ich hier auch den Original Keilriemen drin von Bando. Mal gucken, wie der so ist, wenn er nicht wieder schlackert im Standgas und ja, mal gucken, wie der so ist. Ansonsten baue ich dann diesen Daiko Keilriemen ein. Wieder. Ja, hier. Ich hab die Bande. Baue ich dann wieder hier den Daiko-Keilriemen ein. Ja, mal schauen, genau. Das Bando.
So, jetzt habt ihr auch alles halt verbaut. Genau, danke, mein Schatz. und jetzt wollt ihr einmal gucken mit dem Original Keilriemen. Sieht man das? Da steht Bandeau drauf. Nee, sieht man nicht. Hier den Daiko. Daiko habe ich erstmal ausgebaut. Jo. Hallo. Ja, mal gucken, wie der so klingt. Cool, das Motorrad ist gerade weggefahren. Aber der schlackert doch ziemlich oft, ziemlich viel, glaube ich. Der schlackert richtig, der Keilriemen. Na? Gib mal ein bisschen da. Komisch, jetzt schlackert er nicht mehr so doll. Seltsam. Jetzt läuft er auch ganz gut. Okay. Komisch. Naja, ich lass den erstmal verbaut. Den, ja. Den Daiko heben wir für später auf. Ja, der ist ja noch gut, der originale Keilriemen. Der originale Kupplung ist auch verbaut. Ja, mal schauen. Na, jetzt nur noch Deckel drauf und ihr seid fertig. So, und ja, nach erfolgreicher Montage hier nochmal kurz ein Lauf, ein Testlauf. Boah, wie ruhig der läuft, ey. Hammer geil. Mit dem Original Keilriemen. Kein Klappern, gar nichts. Hammer geil. Na? Jawohl, das ist geil. Das ist cool. Na geil. Jawohl. Mal gucken, wie lange er damit fährt. Mal schauen. Ja, alles klar. Machen wir hier mal wieder aus. Und dann würde ich auch sagen, dann bis zum nächsten Video. Ciao. Okay.